Wenn es in Ordnung ist, können wir was aufnehmen. Ist ja passt. Wir können das, wenn es passt, dann passt es. Es passt eh Dann immer. passt. Genau. Dann kann man eine Ob ich Kleinigkeit dann noch dazu sagen, dass also das Wesentliche, die wesentliche Erkenntnis, und das ist ein, ich sage immer wieder einen Satz, wenn du wirklich verstehst. Und ich sage jetzt einen ganz elementaren Satz zu Holo Feeling. Holo Feeling erklärt dir nur, was du bist. Und nicht, was du glauben sollst. Und Holo Feeling erklärt dir auch nicht, was richtig oder verkehrt ist von diesen Filmmöglichkeiten. Es sind immer alles Kategorie 1 oder Kategorie 2 Fragen. Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen führen dich immer in eine Einseitigkeit. In einen momentanen Gedanken hinein. Kategorie 1 ist die Frage, meinetwegen, wer hat den Krieg gewonnen oder wann wurde der geboren? Du wirst zwangsläufig an irgendeine Facette denken. Das erklärt dir nicht, was du selbst bist. stimmt. Kategorie 2 Fragen, wie wir wissen, ist immer die Frage, ist es richtig oder ist es verkehrt? Ist es gut oder ist es böse? Stimmt es oder stimmt es nicht? Kategorie 2 Fragen sind im Prinzip dasselbe, wenn du aus mehreren Möglichkeiten zwei oder mehrere Möglichkeiten eine ausselektierst und intronisieren willst. Das sind Kategorie 2 Fragen. Die führen dich alle in die Irre. Holo Feeling erklärt dir nur, was du selbst bist und nicht, was du glauben sollst. Es erklärt dir auch nicht, was richtig ist oder verkehrt ist. Holo Feeling erklärt dir, was heilig ist, was Heiligkeit ist. Du selbst, wenn du dich wieder daran erinnerst, was du bist. Und das ist der, der mich jetzt sprechen hört. Und das, was mich sprechen hört, ist etwas, was in keinster Weise gedacht werden kann, weil dann wird es schon wieder eine Existenz und dann wird es schon wieder zu einer existierenden Erscheinung. In dem Satz ist, hast du mal alles drin, was wichtig ist. Und den musst du akzeptieren. Wenn du ihn nicht akzeptierst, wirst du leiden. Und jetzt sage ich immer wieder in meiner unendlichen Liebe, das ist keine Drohung, sondern ein Vater warnt sein Kind. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewiger Geist. Du bist als Ding an sich etwas Heiliges. Das ist unser 200 Gramm rote Gnede, die sich nie verändert. Dieser symbolisch gesetzte träumende Geist, der von Moment zu Moment seine Information verändert, weil er träumt, aber er selbst bleibt immer dieselbe 200 Gramm rote Gnede als Symbol. Oder er bleibt immer dasselbe rot geschriebene Computer, auf den ständig wechselnde Bilder auftauchen im Hier und Jetzt. Zack, 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 wie ich das immer mache. Und das Bis zum unbewusste chronologische Denken ist das Problem. Dieses Anstreben von Einseitigkeiten ist das Problem. Du kannst dich ja nur beobachten, und wenn ich sage, dich beobachten, meine ich jetzt nicht den Trockennasenaffen beobachten, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an ihn denkst, der aber nicht da ist, wenn du ihn nicht denkst. Es sind immer so, du musst zum Denken immer Zeitfenster aufspannen. Aber sie befinden sich immer, ich mache jetzt symbolisch den Pixelkopf, mache ich als das Zentrum, der ist jetzt auch wieder ein ausgedachter Mittelpunkt, da bin ich lang und breit drauf eingegangen. Und die Schwierigkeit ist immer das Vorher- und Nachher-Denken. Es ist alles so wunderschön erklärt und es ist halt einfach nur Fillwissen, wobei diese einfachen Sätze nicht Fillwissen sind. Ich sage immer, ich bin der Erste, das kann jeder 13-Jährige sofort nachvollziehen, was ich sage. Das heißt, wenn du mich sprechen hörst, und du reagierst negativ, das kannst du beobachten. Bist es du, der Hörer, der negativ reagiert, oder irgendein Zwang in dir, der das nicht wahrhaben will? Und das ist das dein ist der zweite. zwanghafter Reaktionsmechanismus, das ist dein Ego. Und dieses Ego baut auf den Intellekt, den du zum Denken benutzt, und der ist so extrem fehlerhaft. Schon wenn du beobachtest, dass du mit einseitigen Aussagen sympathisierst. Mitleidest an Unvollkommenheit. Sympathie heißt mitleiden. Du leidest in dem Moment an Unvollkommenheit, egal mit was du sympathisierst. Und darum ist dieser Glaube, dieser Intellekt, mit dem du deine Vorstellungen aufbaust, mit dem du alles interpretierst, ist extrem fehlerhaft. Das ist in die Sprache, wenn du gehst, das ist das, wo ich als zweites sage, Holo Feeling erklärt, jetzt hast du mal, was du bist. Du bist ein Gotteskind, ein Geist, ein immerseiender Geist, der jetzt träumt und vergessen hat, wer er selbst ist. Darum sage ich, das, was du jetzt bist, was du immer im Meer bist in unserer Symbolik, kannst du nicht werden. Du kannst dich bloß wiedererinnern. Und dann kann man es nur sein. Bewusstsein kann man nur sein. Bewusstsein ist nicht etwas, was im Laufe von Jahrmilliarden aus der Materie entsprungen ist, wie das Gehirn so weit war, dass es in sich ein Bewusstsein entwickelt hat. Wenn man das immer wieder hört, erkennt man diese Geistlosigkeit. Und das ist natürlich immer ein Quäntchen
Wahrheit mit dran, wenn ich jetzt in diesen normalen Leben, wir setzen auf Wachstum, das, was du jetzt konfrontiert wirst, das ist so eine unendliche Schizophrenie, wo wollt ihr hinwachsen? Ihr müsst auf Verkleinerung, auf Reduktion setzen. Ja. Wieder dieses Nichtswerden mit der großen Erkenntnis, die Kleinsten werden die Größten sein. Wie ich immer wieder sage, diese Jesus-Sprüche sind Hammerschläge, die dich wach machen. Dieses Liebe deine Feinde. Egal, was du dir für eine Religion zusprichst, welche politischen Strömungen du anhängst, mal bewusst, dass du zu den Richtigen gehörst, die wissen, was richtig ist. Aber wenn du weißt, was richtig ist, weißt du nicht, was verkehrt ist, was die Kehrseite ist. Und zur Vollkommenheit für diesen Mittelpunkt brauchst du beide Seiten. Und wie ich immer wieder sage, wenn wir das jetzt aufspannen, sind es das dann mal 16 Seiten, die du dir bewusst machen musst, die immer gleichzeitig da sind. Ich könnte jetzt mal ganz primitiv immer wieder sagen, wenn ich jetzt, was ich so oft wiederhole, wenn wir jetzt mal sagen, die Heiligkeit wäre bloß eine Wohnung, dann kannst du nicht sagen, das Badezimmer ist die Wohnung oder die Küche ist die Wohnung. Ja. Und genauso ist es mit Glauben, genauso ist es mit politischen Parteien. Es ist, jede politische Partei ist eine Facette von dem, was wir Politik nennen. Und jede Strömung im Christentum ist eine Facette von dem, was wir Christentum nennen. Es ist nicht das Christentum als Ding an sich, sondern bloß eine Facette. Und egal, was du jetzt glaubst, ob du sagst, ich bin Katholik oder Zeuge Jehovas oder Protestant, und dann können wir jetzt ja unendlich viele Strömungen, gehen nach Amerika aufzählen, und dann wirst du merken, es sind alles, sagst du mal, tiefgläubige Materialisten, ich betone das immer wieder, und dieser Materialismus ist ein Geistigen. Ja, klar. Das heißt, man hat vergessen, dass man wenig selbst erlebt. Das sind immer die einfachen Worte. Und wenn man diese einfachen Worte nicht versteht, wie soll ich dir dann die Vordersprache erklären? Dass es kein Wort gibt, das nur negativ ist. Ja. Genau. Das ist, und wenn man dann nur die Rot-Blau-Lesung beherrscht, wirst du feststellen, dass du inspiriert wirst. Dass du aus einem einzigen Wort, wie ich immer wieder sage, kannst du ohne weiteres ein 400-Seiten-Buch machen. Das passiert von alleine, wenn du das Schritt für Schritt nachvollziehst, aber da brauchst du wieder Inspiration, weil deine Logik führt dich dann immer noch auf den Gleis in der Logik. Selbst wenn du jetzt Holofilling machst, also dieses Auffächern dir beibringst, dass du die Tiefe der Worte verstehst. Das sind wirklich Computerbefehle. Es sind arithmetische Befehle im Hintergrund. Und diese Art der Vatersprache, wie ich die jetzt in Holofilling erkläre, so unendlich komplex die schon erscheinen soll, ist relativ leicht zu lernen. Und da wirst du merken, da stecken Geheimnisse drin ohne Ende. Wir können dann in Physikbücher reingehen und dann wirst du feststellen, dass die ganzen physikalischen Formeln in der Bibel drinstehen. Die stehen wirklich drin, es ist nur eine andere Ausdrucksweise. Und immer daran denken, mein einfaches Beispiel, wenn wir jetzt einmal als, wenn ich sage, ein verbindendes Parameter, wir drucken jetzt einfach mal ein Bild aus, dieses Bild als Ding an sich setzen wir mal als einen ganz normalen Ausdruck. Das heißt, das besteht aus Pixel, wo jede Pixel sind ja Rot-Grün-Blau-Pixel und jedes Pixel hat einen gewissen Helligkeitswert. Der ist genau zugeordnet. Wir können jetzt hier ein XY-Blatt uns denken und da setzen wir jetzt einmal so und so viele 1000 Punkte drauf und jeder dieser Punkte kann man mit erster Zeile so und so XY-Koordinaten angeben und da besteht wieder jeder dieser Triplets, dieser Punkte besteht aus Rot-Grün-Blau und da kann man jetzt für jeden dieser Triplets, kann man jede dieser Farbe einen Zahlenwert zuordnen, das genauso funktioniert es übrigens, einen digitalen Zahlenwert zuordnen an Helligkeit und dann gibt das Triplet in der Farbmischung eine gewisse Farbe. Das heißt, das Bild ist eine Matrix, ein Arrangement einer Zahlenstruktur, die dieses Bild darstellt. Wenn wir das jetzt ausdrucken, jetzt kann ich aber diese Zahlenstruktur unterschiedlichst abspeichern, weil es ja verschiedene Dateiformate gibt. Und diese Dateiformate, die reine Zahlenstruktur, ist komplett unterschiedlich. Die drucken aber alle dasselbe Bild aus. Ja, genau. Das Bild ist in dem Moment das gemeinsame Parameter. Und jetzt drehen wir das um. Du, Geist, mit deinem jetzigen Intellekt bist das gemeinsame Parameter für alles, absolut für alles, was du dir ausdenkst, was du jetzt bewusst selber denkst und was du sinnlich wahrnimmst. Diese sinnlich wahrgenommenen Informationen sind auch bloß Bilder in einer anderen Struktur, auf der VR-Brille, wie ich das nenne. Das heißt, es entspringt aus dem, was du mein Wissen nennst, mein Intellekt nennst. Und in vielen Fällen bist du so unendlich unbewusst. Ich sage immer wieder, wenn du Zeitung lesen tust oder wenn du Fernsehen schaust,
Du hast komplett vergessen, was du jetzt siehst, weil du zu 99,9% nur deine zwanghaften Interpretation von den Reizauslösern siehst. Das habe ich ja tausendfach wiederholt. Und es ist jetzt sehr wichtig, weil es wird sich ganz massiv in deinem Leben was verändern, in deiner Umwelt. Und es wird sich nicht verändern. Zwei Seiten. Es hängt von dir ab. Es hängt davon ab, ob du bereit bist, deine jetzigen Interessen zumindest erstmal auf die andere Seite zu verlagern. Dass du die Einseitigkeit dir bewusst machst. Ich habe so viele Kleinigkeiten, wo ich immer wieder merke, wenn ich jetzt hier die Reifestufe meiner Gotteskinder anschaue und ich kann in jeden Kopf reinschauen. Da habe ich auch die schönen, wo ich jetzt nur anspreche, wirklich nur anspreche, dass man nicht mein Wildbadsaal, diese 201 Menschen, die in einem Saal sind und wir heben uns drüber und beobachten einmal und wir machen uns jetzt einmal Gedanken, was würde ich jetzt sehen, wenn ich durch die verschiedenen Augen rausschaue? Jeder einzelne Sieg, ja, Das genau. ist genau das ist jetzt ein, was ich erklären kann. Das kannst du auch. Das ist ja darum, sag ich, geh meinen Gedankengang mit. Du hast ja ein gewisses Reaktionssystem. Wenn der Sprecher vorne zum Beispiel nur die Worte ausspricht, schließe mal deine Augen, dann muss dir klar sein, dass hier, wenn hier 200 verschiedene Geistesfunken sind, das ist ja nur ein einziger, der das hört. Ja. Aber der hat ein Interpretationsprogramm und sobald, je nachdem, welches Ego du besitzt, wenn die Worte schließe mal deine Augen dich zwanghaft für einen kleinen Moment an den Körper denken lassen, der du zu sein glaubst. Und du wirst dann an diesem speziellen Körper, den du dir jetzt denkst, die Augen zu machen. Das spürst du dann auch. Aber das sind 200 verschiedene Augenpaare. Wenn Ja. da 200 verschiedene Menschen drin sitzen. Weil 200 verschiedene Menschen, blau gelesen, sind 200 verschiedene Konstruktionswerte und Interpretationsprogramme, wie ich das nenne. Und wenn ich Richtig. dann sage, jetzt denke mal an deine Küche, je nachdem, welches Programm in dir läuft, wird eine andere Küche in deinem Kopf auftauchen. Feinstofflich. Das sind so simple Beispiele, die das komplette naturwissenschaftliche Weltbild, das religiöse Weltbild und das esoterische Weltbild aus den Angeln heben, weil die letzten Endes diese Esoterik eigentlich noch nicht die absolute Esoterik, der innerste Kreis ist. Es sind periphere Vorstellungsinner Punkte. Rot-Blau-Ichs nenne ich das. Darum ist ja Rot und Blau. Das blaue Ich ist das Programm, das rote Ich ist der Computer. So drücke ich das aus und wenn wir das vermischen, kriegst du Lila, die Bubo-Linie in dem Farbkreis, weil alles mit Holophilien zusammenhängt. Die Physik, die Religionen, alles fällt ja in einem arithmetischen System zusammen. Und ich betone immer wieder, du musst das alles nicht wissen. Man tut sich aber sehr leicht, wenn man sich mit der Vordersprache versteht. Das ist dieses Zwanghafte, die Fehler, vor allem jetzt zum Beispiel führt man spontan ein, die Integralrechnung oder die Differentialrechnung. Das, wenn du dir jetzt im ersten Moment anschaust, da steht es eigentlich alles schon drin, dieser große Fehler, die Division durch Null. Das sind die Ja. arithmetischen Beweise, dass sich nichts durch Raum und Zeit bewegen kann, sondern dass in dem Moment ein jetzt gedachtes Spiel von einem Vorher und einem Nachher und einen Ausgangspunkt und nochmal einen Punkt, aber egal was du denkst, es ist in diesem einen Punkt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Wenn man uns das anschaut. Das baut auf ganz einfachen Winkelfunktionen auf. Würde ich jetzt gern zeigen, mache ich aber nicht, was so weit finden. Das ist immer wieder mit Neugier. Ich höre dann von Leuten, wenn ich jetzt auf der Bröselebene als Udo, ich denke mir an Udo aus, ich denke mir an einen anderen aus, ich nenne es einmal einen Schüler, wobei ich ja kein Lehrer bin in dem Sinn. Und dann erkläre ich das, ich höre das laufend. Ich habe das Beispiel schon gebracht. Warum haben die mir das in der Schule nicht so erklärt? Mein Musterbeispiel ist mein Holger. Mein Holger ist ja Maschinenbauingenieur. Und er hat nicht einmal so schlecht seine Prüfung abgeschlossen. Aber jetzt mit dem neuen Selbstbewusstsein hat er das Bewusstsein, dass er weiß, ich habe niemals irgendetwas von dem ganzen Zeug verstanden. Ich habe das auswendig gelernt und ich habe das hingeschrieben, was ich wusste, dass die von mir hören wollen. Das Prinzip im Hintergrund, ich habe mir eingeredet, dass ich das ansatzweise verstehe, aber durch Holofeeling merke ich, dass da etwas ganz was anderes beschrieben wird. Das war ja das Beispiel, wo ich so im krassesten Fall sieht es so aus, dass man irgendwann merkt, es ist mal zu kompliziert in den Formeln und dann lernst du die Formeln auswendig, so wie wenn du jetzt ein portugiesisches Gedicht auswendig lernst und es hinschreibst, obwohl du kein Wort portugiesisch kannst. Ja. Das wird natürlich ein Ego niemals zugeben. Es ist ja, man glaubt, man hätte was verstanden. Darum sage ich immer wieder, es geht nicht darum, welche Strömung du jetzt anhängst. Pass auf, ich mache jetzt ein schönes Beispiel, aufbauend auf den vorhergehenden Selbstgesprächen. Weil ich weiß, dass
ein Großteil meiner Geistesfunktionen, es ist ja immer, ich betone extra, es ist immer derselbe Geist, es hängt von dem Programm, von dem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt. Dass man glaubt, man hätte das verstanden, obwohl es so hingerecht ist. Ich muss dann nochmal zurück an mein Tigerkäfig-Beispiel. Ich mache das jetzt einmal moderner. Ich habe das mit dem Tigerkäfig gebracht. Ich habe das dann gebracht mit dem, wo einer sagt, in einem Schädel ist ein Gehirn und der andere sagt, in einem Schädel ist ein Vogel. Das vorhin selbst ist ganz was anderes. Wir denken uns zwei Menschen aus, die stehen jetzt für zwei verschiedene Programme. Es hängt jetzt davon ab, welcher dieser Menschen du bist, was du glaubst oder was du nicht glaubst. Einer ist ein Anhänger der offiziellen Medien. Diesbezüglich gibt es für den da außen Corona und unheimlich viele Tote. Und der andere lehnt es komplett ab, das ist ein Corona-Leugner. Und jetzt muss man natürlich wissen, was stochastisches Denken ist. Das heißt, wenn du einen gewissen Glauben hast und du willst den erweitern, erweiterst du den immer stochastisch. Auf dieses Stochazein, das Griechische, bin ich sehr oft eingegangen. Das heißt, du wirst immer mehr Beweise in dir finden, wenn du was glauben willst, und du wirst immer mehr Fehler finden, wenn du es nicht glauben willst. Aber was jetzt ganz wichtig ist, du Geist erlebst nur die Welt, die du mit deinem jetzigen Glauben aufbaust, und du kannst dir das sogar beweisen, indem du deinen Glauben materialisierst auf der Brille. Das heißt, du realisierst den, und als Materialist ist ja alles, was du sinnlich wahrgenommen hast, durch deine Augen angeblich hundertprozentig sicher da außen. Und zwar auch dann, wenn du nicht dran denkst. Ich gehe zurück auf meine Hühnerfarm. Hast du jemals sinnlich wahrgenommen in einer Hühnerfarm gestanden, wo Hühner praktisch hier, wie ich immer wieder sage, in kleinen 30 Zentimeter Käfigen drin sitzen und ein Fließband durchläuft, wo die, wenn die Ei legen, das Ei auf das Fließband fällt? Oder dann angeblich Bodenhaltung, wo auf einen Quadratmeter 18 Hühner sind. Hast du das jemals mit eigenen Augen gesehen oder kennst du das bloß vom Hirn so? Und du musst jetzt die Frage, du stehst unter Eid. Und jetzt ist natürlich der Witz, wenn du dir das beweisen willst, es ist ganz wichtig, alles, was deine Logik, dein Glaube, die Beschwörungskunst, nochmal AUB, Glaube, GLAUB, die Beschwörungskunst des Hebräisch, die Hebräisierung in der Vordersprache, die Beschwörungskunst von Totengeistern. Das sind Mechanismen, Mech Animus, Mech heißt Gehirn auf Hebräisch. Dass du dann den Glauben auch realisieren kannst. Das heißt, alles, was du glaubst, dass da außen auch dann ist, wenn du es nicht denkst, kannst du dir beweisen und materialisieren, was aber überhaupt kein Beweis ist, es beweist nur das, was ich dir jetzt erkläre. So, und jetzt machen wir dasselbe mit Corona. Hast du jemals irgendwelche Tote gesehen mit eigenen Augen, die aufgebahrt waren, weil sie an Corona gestorben sind? Du informierst dich aus den Medien. Und jetzt gehen wir zuerst einmal in die offiziellen Medien. Immer dran denken, das lateinische Wort officio heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Kannst du in jedem Lateinwörterbuch nachschauen. Da kommt das Office her. Das ist die Bürokratie. Die Massenmedien meinen, gesteuert. Das Erste, wenn du jetzt nach Fehlern suchst, stochastisch, wirst du extrem merken, wie die lügen und bescheißen. Da gibt es auch nichts zu diskutieren, aber du wirst es nur finden, wenn du danach suchst, weil du glaubst, dass das Lügner sind. Es geht um deinen Glauben. Wohlgemerkt, die Sachen, von denen ich jetzt rede, sind sekundär. Es geht um das Prinzip, um das geistige Prinzip, das Verwirklichungsprinzip, das im Hintergrund steht. Wenn du glaubst, dass die offiziellen Medien die Wahrheit sagen, dann wirst du auch die Sachen verwirklichen können, die du über die Medien hörst. Du kannst nach Italien gehen oder da gehen und dann gibt es so und so viele Corona-Toten. Tote. Aber jetzt ist das große Problem, und ich mache jetzt einfach zurück, wenn du stochastisch das nicht glaubst, wenn immer wieder Beweise auftauchen, dass das gar nicht stimmt, und du wirst es dann auch nicht finden, wenn du nicht glaubst, dass das da außen ist. Du siehst ja nur deinen Glauben. Das war das, was ich versucht habe darzustellen, mit den zwei, die mir was ausdenken, wo einer sagt, in einem Schädel ist ein Gehirn und der andere sagt, in einem Schädel ist ein Vogel. Ist jetzt ein Beispiel.
Und wenn du der bist, der glaubt, in ein Schädel ist ein Gehirn, wirst du, wenn die zwei jetzt in seinen Traum in die Pathologie gehen, würden die, wenn der Schädel aufgeschnitten wird, wird ein Gehirn drin sein. Wärst du aber jetzt der, der hundertprozentig sicher glaubt, dass du ein Vogel drin bist, wenn du dann in die Pathologie gehst, dann wird auch dieser hundertprozentige Glaube verwirklicht und dann wird der Vogel in dem Schädel drin sein. Und alle, die du dir jetzt ausdenkst, waren zwangsläufig, das sind ja nur Figuren in deinem Traum, werden zwangsläufig das sehen, was du bestimmst, was die dann auch sehen. Verstehst du, was ich meine? Jetzt komme ich ganz kurz zu den offiziellen Medien, was die Lügen anbelangt. Das kannst du jetzt recherchieren, wenn du lange genug suchst. Ich mache jetzt nur zwei, drei Beispiele, die mir ganz spontan in den Sinn kommen. Da geht es zum Beispiel hier um, wie Corona losging in Italien, war jetzt erst einmal wesentlich mehr Corona-Fälle in Italien. Und dann sind da Bilder durch die deutsche Presse gegangen, wo hier Särge in einer Schulhalle aufgebaut waren. Das große Problem ist, dass exakt dieselben Bilder, und jetzt sind die sind ja immer jetzt, die tauchen immer jetzt in dir auf und du hast eine Adresse und eine Beschreibung in der Zeitung drunter. Du wirst aber dieselben Bilder, wenn du in den geistigen Archiven blätterst, wirst du finden, dass das schon einige Jahre vorher genau dasselbe Bild mit den aufgebauten Särgen und die Toten, die da drin liegen, sind beim Schiffsunglück umgekommen. Wie dieses Kreuzfahrtschiff gestrandet ist. Ja. Riesenprozess. Ich kann dir zig Bilder zeigen in der Syrien-Krise, wie die Syrien-Krise aktuell war, wo hier ganz, ganz definitiv Bilder gezeigt wurden von Kampfhandlungen in Syrien, was eigentlich lächerlich ist, weil ich zeigte dir dieselben Bilder aus dem Irakkrieg, da sind dieselben Bilder im Irakkrieg gezeigt worden. Wenn man das jetzt entdeckt, was ja auch immer wieder auftauchen kann, dann wird natürlich, ja, das ist ein Fehler gewesen hier im Archiv, die haben das dann verwechselt. Es wird ja immer alles gerechtfertigt. Was die Ukraine-Krise anfängt, müssen wir gar nicht anfangen, da ist es nur noch so voller Fehler. Das ist jetzt die Seite der Verschwörungstheoretiker, die meisten, die meinen, sie würden irgendwas beweisen. Das große Problem ist immer noch das vorher. Du denkst dir eine Vergangenheit aus, die so sein wird, wie du sie dir ausdenkst. Das ist der Satz, der wichtig ist. Aber ich könnte jetzt auf die Verschwörungstheoretiker-Seite gehen, wo auch jeder beweist mit irgendwelchen Internetseiten. Und all das ist vollkommen uninteressant bei Holofeeling. Was interessant ist, wer ist es, der sich das ausdenkt und warum denkt er sich das jetzt aus? Weil er von vielen Möglichkeiten, die er letztendlich nur auf dem Monitor sieht oder im Fetzen Papier sieht, genau genommen Nein. immer auf seiner VR-Brille sieht, sich diese Bilder interpretiert und um sich herum in Raum und Zeit verstreut und meint, da außen ist es so. Und dann kann er es auch materialisieren, sprich realisieren, auf die VR-Brille holen, wenn er das unbedingt will. Ja. Das ist mein Satz, vor vielen Jahren habe ich immer gesagt, wenn du jetzt der CSU-Fan bist und du willst den Seehofer die Hand schütteln oder der Merkel die Hand schütteln, dann musst du richtig Energie reinsetzen, du musst dich schlau machen, wo hat er den nächsten öffentlichen Auftritt, dann musst du dich vordrängen, dann sind natürlich die Sicherheitsbeamten da, das denkt man sich jetzt alles aus, es ist nur Hirnwichserei. Aber wenn du das wirklich willst, mit richtigem Herzblut, dann wirst du das schaffen, dass du dann den die Hand schüttelst oder der die Hand schüttelst. Die Grundvoraussetzung ist aber, dass du im tiefsten Innern glaubst, dass die da außen rumläuft, jetzt noch existiert, wenn du nicht an sie denkst. Was ja schon ein Widerspruch in sich selber ist, zu glauben, dass irgendein Mensch, ein Gedanke von dir existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Dann existiert er nämlich nicht. Und dann noch da außen. Ja. Bruch des zweiten Gebotes. Ich sage das immer wieder. Bruch des zweiten Gebotes. Diese Gebote haben nicht das Geringste zu tun mit irgendwelchen religiösen Geschwätz. Sie sind allumfassend. Es sind göttliche Gebote, die nichts mit einer Religion zu tun haben. Und jetzt weißt du natürlich, die Sprachen sind so selbsterklärend, diese Liebe deine Feinde, das Ra. Und das ist natürlich schon das Wort Feind ist ein Kleinod. Da bin ich hier schon drauf eingegangen. Da steckt noch viel, viel mehr drin. Da müssten wir jetzt immer, wenn wir das durchschauen, was bedeutet wo, das Wort Feind oder die Differentialberechnung zum Beispiel, da haben wir schon die Öffnung deines Intellekts.de. Hebraisiert ist das eine genügende Menge. Wir können das ganz kurz einmal anschauen, pass auf. Ups. Dann machen wir jetzt das mal nur auf.
Das ist eine schöne Zeichnung. Und da ist jetzt das mal die Differenz. Hast du das Bild? Ja, habe ich. Schau, die Differenz beginnt ja mit DIFFR. Und da ist jetzt ein messbarer Unterschied zwischen zweier Größen. Das Ergebnis einer Subtraktion, eine Meinungsverschiedenheit, eine Differenz. Es ist ein Unterschied. Was ist eine Differenz? Eine Differenz ist, wenn du aus 1, du, all, 2 machst. Ja. Wenn du das unbewusst machst, weil du immer bloß eine Seite anschaust, da bist du dumm. Du, MM. Also dieses DI beginnt mit DI, das ist das Prinzip, wo schon ohne, dass man Hebräisch lernt, an der geistigen Oberfläche geöffnet, intellektuell, also diese Öffnung des Intellekts ist rot geschrieben, das geschlossene Meer, göttlich. Geschlossen, immer göttlich. Das ist das Heilige. Jetzt sehen wir natürlich hier schon die 14, wir können das ja spiegeln, dann heißt es J. Genau. Das ist das hebräische Wort für die Hand. Das ist jetzt im Prinzip gespiegelt, intellektuell geöffnet oder göttlich geschlossen. Das ist dieses Prinzip, wenn ich es immer so mache. Wenn beide da gleichzeitig genau genommen ist, das Volumen, das wir jetzt einspannen, immer dran denken, das ist das, was du siehst auf der Fläche, kann ich mir jetzt in eine Spiegeltiefe nur mit reinstellen, dann ist es das Phänomen, wenn ich sage, jetzt gehen beide auf und dann gehen sie wieder zu. Mhm. Aber die Tiefe gibt es nicht in dem Spiegeltunnel. Das ist die Transversalwelle. Okay, was sich dann verändert ist, wenn du das jetzt umschwingen lässt, aber ich bleibe an den DI, Moment. Wir machen zuerst das DI. Und dann wirst du feststellen, das Ausreichende. Die Öffnung deines Intellekts ist das aus dem Rei, aus dem Spiegel herausreichende Ich, Re-Ich. Siehst du, was da drin ist? Ja. Re, das Re-Ich. Ja. Merk dir Re-I. Dieser berechnete Augenblick des Ichs erzeugt ein Ende. Das ist das aus dem Rei herausreichende Ende. Das macht das Schwingen aus. Das ist der Bedarf. Da ist jetzt BD. Das sind zwei, die sich öffnen. Aber ich will ja gar nicht das Gebührende, das können wir jetzt prinzipiell einmal machen. Prinzipiell heißt es hier, es ist genug, heißt es, das Genügende. Der Moment, der jetzt in dir auftaucht, ist jetzt momentan einmal genug und der besteht aus zwei Facetten. Das ist das FF. Ja. Das ist jetzt, wenn wir das P rot lesen, P ist ja gleich F. Dann haben wir die Weisheit und die ausgesagte Facette. Immer dran denken, diese Radik ist ganz, ganz wichtig, weil eine Facette, da steht nicht drin. Wir wissen Banim Benim auf Hebräisch, dass also hier dieses Face im Lateinischen ist unser Fagere. Das ist einmal die Fakten. Ach, genau. Das Faktum, es ist aber auch hier, wenn wir das jetzt machen, schau, wenn wir dieses Face reinstellen, das ist tun, machen. Das ist die geistige Sicht oder deine Gehirnsicht, je nachdem etwas ausführen. Wer macht das? Die logischen Affen, Schinaffen. Diese Schinaffen bereiten etwas aus im Spiegel, berei. Die breiten etwas in dem Rei aus, in dem Kopf der Schöpfer Gottes, der sie selbst sind. Ja. Ist drollig, ist spitzig, ne? Die R heißt die Generation, die geöffnete Rollige. Der fängt an zu rollen. Da drin, genau. Das wird jetzt Schinares, logisch berechnete Erde. Ich sage immer, die Welt, dein Traum ist ein Witz und du hast die Birne noch nicht verstanden. Die Birne, der Punkt bist du selber, aus dem alles entspringt. Das ist das hier. Ja. Gut? Gut, wir sind bei der Differentialrechnung. Was mir jetzt eigentlich wichtig ist, dieses FF, das wollen wir das Wort Feind nehmen und machen wir mal das Wort Feind. Und zwar mache ich jetzt mal Folgendes. Wir schauen mal die Möglichkeit, welche hebräische Wörter heißen unter anderem Feind. Immer dran denken, es gibt nichts, was nur negativ wäre. Das ist erst einmal eine Unterform. Da kannst du jetzt das eigentlich schon aufhängen, das eigentliche Wort Feind. Da schaust du jetzt göttliche Spiegelung ist das Kind, 44. Da kriegst du jetzt die 1313, dieses A als Schöpfer gelesen und dessen aufgespannte intellektuelle Polarität. Aufgespannte intellektuelle Polarität, wenn wir das machen. Okay? Das ist das eigentliche Wort für Feind. Wenn wir wissen, I heißt nichts, dann heißt es nichts wird polar. Genau. Stimmt oder stimmt?
Wisse, eigentlicher Feind ist kein anderer oder irgendwelche angebliche äußeren Umstände, von denen jeder Mensch glaubt, er wäre für sie nicht verantwortlich. Es ist schon die vollkommene Entgeistigung, wenn du glaubst, du bist für das, was du dir ausdenkst, um dich rumdenkst, nicht verantwortlich. Wer sollte denn für die Gedanken sonst verantwortlich sein? Das ist doch zuerst einmal der verantwortlich, der sich das denkt. Die eigentliche Wurzel des Problems ist der Bruch des zweiten Gebotes. Du sollst dir kein Bild machen von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Auch kein, ich betone immer wieder, selbstverständlich darfst du dir B-I-L-R im Kind erweckt Bilder denken und du darfst dir das ausdenken, aber es ist nicht da außen, wenn du träumst. Und das gehört ja auch zum Spiel dazu. Das ist der Trick. Der ist ja langweilig. Was mir jetzt wichtig ist, ist das Wort Feind selber. Wenn wir das Wort Feind nämlich jetzt anschauen, da haben wir viele Möglichkeiten. Mich schreit jetzt da als erstes erst einmal hier das Hier an. Mhm. Das ist, ich habe schon hingesagt, das ND, IMD, ja. Diese existierende Öffnung. Wir machen dir mal ganz, ganz kurz, dass du das siehst. Habe ich zwar schon hunderte Mal in Selbstgesprächen darauf hingewiesen. Das reine hebräische Wort heißt zuerst einmal Da-MM. Das heißt, die geöffnete Schöpfung besteht aus zwei Gestaltwertungen, MM. Da kann man übrigens dann auch Memin schreiben, ein M mit einem Yom dahinter. Wir wissen das, ein M, weil die Yom-Endung ist eine Dualendung und Memin ist das hebräische Wort für Wasser. Das wird jetzt das blaue Wasser oder das rote Wasser. Das heißt 2M. Das ist unser Damm. Dann ist es Damm von aufgetürmten Wassern. Ich sage immer wieder, wenn du einen Damm in einen longitudinalen Fluss reinstellst, ich muss das immer wieder sagen, jetzt einen Damm nicht mehr von rechts, sondern es staut sich und der Pegel steigt. Das ist praktisch dieses Hin- und Herbewegen. Das heißt, die longitudinale chronologische Denkweise wird hier zu einem Kommen und Gehen im Jetzt. Wenn ich jetzt nur was, dass nichts aus der Vergangenheit kommt und nichts in die Zukunft fließt, sondern das ist genau dieses Prinzip, das symbolisiert der Damm und das schwankt jetzt und es bewegt sich hin und her, bewegen und wanken. Das ist die aufgetürmten Wasser. Okay? Wenn ich jetzt ein I davor mache, dann heißt es als imperfekt gelesen, es wird sich hin und her bewegen. Wir sind bei dem Wort Feind, bei dem IND hinten. Interessant ist das FE, bei dem FE kann man BH machen und das ist das erste Mal das hier. Das passiert nämlich hier. Hier. Das hier ist in dem Moment, FE ist FE, okay, FE, weil hier jetzt zwei Füllen, das ist der Befehl. Ja. Stimmt oder stimmt? Ich will dir nur zeigen, was im Feind drin ist. Wir können natürlich auch dieses FE in die Physik gehen, dann wird das FE zu Eisen. Genau. Eisen wiederum, Element Nummer 26 ist der JHBH. Ah, das ist das Eisen, das ist auch im Feind mit drin. Was natürlich ganz interessant ist, dass es ja eine härtere Form von Eisen gibt. Und ich sage immer, der Jahwe ist ja Adam. Das ist dann der Stahl. Der hast du übrigens auf Lateinisch Adamas. Adamas. Merkst du, wie sich das jetzt verknüpft? Ich hoffe, du kannst es erahnen. Ganz genau. Ja. Es ist irre. Ganz kurz. Das ist zum Beispiel jetzt die Differentialrechnung. Du wirst jetzt mal, ohne dass ich das groß erkläre, was hier passiert, siehst du das schwankende Bild bei dir? Hast du das drauf, das kleine Bild? Ja. Ja, ja. Dass wir hier eigentlich einen Hebel haben, wo immer eine Seite hochgeht und die andere runtergeht. Das passiert aber gleichzeitig. Ach, richtig. Das ist die angelegte Tangente. Bei der Differentialrechnung ist es, wir haben zuerst einmal die Öffnung deines Intellekts erzeugt zwei Facetten. Diese zwei Facetten werden erweckt, erweckt. Und jetzt kriegst du dann schon deinen Blickwinkel. Ich will jetzt da die Wörter, wenn wir jetzt das in einem klassischen Beispiel machen, schau, wenn du das jetzt jemandem zeigst, das ist jetzt das, was viele auswendig lernen. Da haben wir eine Tangente, eine Sekante, die man den Funktionsgraphen und da sagen viele, da komme ich nicht mit. Jetzt wird es da sogar noch beschrieben. Schaut dir das einmal an, das ist ganz schön, ein Wort, wo ich schon mal hier schön gebracht habe. Das ist hier zum Beispiel, kannst du das Folgendes ausrechnen. Auf der Fahrt von Augsburg nach Flensburg war ich um 9.43 Uhr am Kreuz Bibelried. Tageskilometerstand 198.
Um 11.04 Uhr am Dreikattenbach, Tageskilometerstand 341. In einer Stunde und 21 Minuten habe ich somit 143 Kilometer zurückgelegt. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit auf dieser Teilstrecke betrug damit 143,35 Stunden 106 Kilometer. Das ist dieses Delta Y Delta X durch Delta X. Wenn man das jetzt Leuten erklärt, viele lernen das auswendig, ich weiß, die haben nichts verstanden. Das große Problem besteht darin, es wird ein Zeitfenster aufgespannt und ein Raumfenster aufgespannt und dann kannst du eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen diesen zwei Punkten berechnen. Ja. Ich will jetzt keine Mathematik mit dir machen, aber das, diese Differentialrechnung ist das große Problem, die große Falle ist, es ist eine Division durch Null. Mhm. Du musst nämlich, um eine Geschwindigkeit zu berechnen, immer einen Raum aufspannen vor dir, wo sich etwas in einer gewissen Zeit durchbewegt. Es gibt aber an einem Punkt keine Geschwindigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Geschwindigkeit an einem Punkt berechnen will, gibt es keine Geschwindigkeit mehr. Genau genommen, physikalisch bewegt sich dort alles mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist der Punkt, der du selbst bist. Und jetzt kommt die Schwierigkeit, die ich hier immer nur ansprechen kann. Um dir die Fehler wohlgemerkt, ich sage nicht, dass in Physikbüchern irgendwas Falsches drinsteht. Die Falle besteht nicht in der Formel selber, sondern die Falle besteht in der Interpretation, wie deine Lehrer dir erklären, was das bedeutet. Der Fehler besteht nicht in den Heiligen Schriften, im Tanach, in der Tora, im Koran. Das ist nur fehlerhaft. Es ist die fehlerhafte Auslegung. Es sind heilige Schriften. Wenn das heilige Schriften sind, das ist wieder unsere Wohnung. Und du sagst, der Wohnung ist ein Klo. Das hat man ja jetzt. Das Klo habe ich ja mit... Was ich bedeutet das Klo? Das geht aber noch wesentlich weiter. Klo heißt ja Koll. Das ja. Klo ist ja Waffe am Ende. Das heißt sein Alles. Es ist, da geht es alles wieder hin, was deine Exkremente waren eigentlich durch das Klo wieder eins gemacht mit dir selber. Was ich dann dazu geschrieben habe in unserem Chat, war ganz einfach, dass dieses heilige Klo, das ist sein Alles, das Alles von UB, aus dem alles entspringt, El Hayom, Gott das Meer, alle Wellen springen aus dem Meer, ohne dass die herausgehen. Weil die Wellen sind untrennbar mit dem Meer, mit dem der immer ist, verbunden. Das sind auch deine Gedankenwellen. Die Gedankenwellen, die hier und jetzt in dir auftauchen, egal wo du dir jetzt unbewusst diese Welle, die jetzt deine Information ist, um dich herum in Raum und Zeit hindenkst. Es ist untrennbar mit dir verbunden, wenn du dir jetzt Neandertal in die Vergangenheit denkst. Dann sind die hier und jetzt mit dem, der sich das ausdenkt, verbunden. Hier und jetzt in diesem Kopf, im Zentrum seines Kopfes. Es ist deine Information. Und wenn du dir an den Eiffelturm jetzt nach Paris denkst, ist der hier und jetzt mit dir verbunden im Zentrum deines Kopfes. Und du denkst ihn jetzt. Es wird nicht einmal einen Urknall geben, wenn du nicht an einen Urknall denkst. Zu glauben, dass der vor 12 Milliarden Jahren war, bevor du ihn gedacht hast, ist deine Entgeistigung. Und so unglaublich das jetzt klingt, das ist sofort überprüfbar. Das, was du Urknall nennst, ist eine winzige Facette, das sind Worte auf deiner Datei, wo du hier die Vorstellungen aufbaust, die du zwangsläufig aufbauen musst, weil du so programmiert bist. Ein Computer muss die Bilder machen, die ihm das Programm vorschreibt. Das ist der Mech-Animus. Das ist das Gehirnintellekt. Das ist das blaue G. Hast du jetzt ein blaues G-Wissen? Ein blaues Gewissen? Das urteilt nämlich wieder in richtig und verkehrt. Oder hast du das rote G-Wissen? Da mache ich GE-Quadrat-Wissen. Das ist die Weisheit. Es ist wie in dem Farbenspiel mit dem Regenbogen, wo du mir gerade erzählt hast, den du heute Morgen gesehen hast. Ja, genau. Dann müssen wir das Farbenspiel lernen. Das war so jetzt schön. Ist, dass ich sage, dieses Klo ist nur ein Wort für ein absolutes WC-Quadrat. C-Quadrat steht für Licht. Das ist das hier, das ist das WC. Das nennt man ja auch, ausgeschrieben ist es ja angeblich eine Abkürzung für ein sogenanntes Water-Closet. Ja. Aber jetzt kann ich Folgendes lesen. Pass auf, ich kann es erst einmal, das Wasser schließt sich wieder. Water closed. Ich kann jetzt sagen, das schließt sich wieder. Ich kann aber das CL am Anfang als KL lesen, Klo, wie man es ausspricht, und dann haben wir wieder unser Call vom Klo. Das alles.
Klo ist ja auch 0,0. Unendlichkeitszeichen. Genau, gut aufgepasst. Du merkst jetzt, dass die Symbolik mit Holofeeling plötzlich, du rennst mit einem Dauerlächeln durch die Landschaft, wenn du dieses Prinzip verstanden hast. Ich sage das immer wieder, wenn du mal die Grundlagen für Holofeeling hast, die elementaren Grundlagen, wir gehen ganz normal, wir schauen Nummernschilder an, wir schauen Überschriften in Läden an, egal was in dir auftaucht, da ist ein Wort, das du siehst und dann ist ein Schnipp, wenn dein Bewusstsein offen ist. Ich mache immer gerne, ich lächle manchmal und dann sagt die Marion, was ist jetzt, was siehst du jetzt da? Sag ich, hast 4 Wochen Zeit, dann erkläre ich es dir. Das ist nur ein alleinziger Gedanke. Das, was ich jetzt aufbrösel, ist bei mir, wenn ich fein sehe, das ist das, was ich mit dem 400-Seiten-Buch symbolisiere. Du kannst auch 1000 oder 2000 Seiten draus machen, weil das wie ein Mandelbrot-Fraktal Ist sich ja ja auch wieder überall wird, da aber immer mit dieser sogenannten Selbstähnlichkeit. Stimmt. Aber wir Genau. kommen mal wieder zurück zum Thema. Darum sage ich, es wird sich elementar in dir was verändern oder nicht verändern. Das heißt, es hängt davon ab, was du verwirklichst. Auch obwohl du das nicht tust. Das heißt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Zuerst einmal normal gedacht an Zukunft. Diese zwei Möglichkeiten, du kannst für die offiziellen Medienmeinungen sein oder du kannst Verschwörungstheoretiker sein. Und es wird sich dann in deinem tiefsten Innern glauben, das eine oder die andere Seite als richtig bewahrheiten, weil du das mit deiner Beschwörungskunst mehr oder weniger realisierst. Du hast keinen Einfluss drauf, das macht dein Programm. Aber egal, was sich realisiert, es ist das, was ich Evolution, Revolution nenne. Es ist nur eine, es kippt wieder von der einen Seite auf die andere Seite. Momentan stehst du aufgrund dieser zwei Hauptmöglichkeiten, was glaube ich? Ich bleibe jetzt mal speziell, Corona ja oder Corona nein? Ist Corona eine Lüge oder ist es eine Wahrheit da außen? Die Frage kann sich so leicht beantworten, wie wenn ich sage, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Der Kegel ist eine Dimension höher, es ist die Synthese dieser beiden Sichtweisen. Und darum betone ich immer wieder, du musst irgendwann einmal loslassen können von deinem Dilemma, dass du meinst, du müsstest dich zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten für eine dieser Möglichkeiten entscheiden. Weil eine absolute Entscheidung ist, dass du diese ganzen Möglichkeiten eins machst. Das geht durch das Verstehen der höheren Kollektion. Ja. Jetzt wiederhole ich nochmal, vielleicht irgendwann hängt es, dass ich sage, unsere zwei oder mehrere, ich sage mal, ich mache gleich mehrere Möglichkeiten. Das Dilemma, wir können ja die zwei, können wir ja ausweiten, dass es mehrere Möglichkeiten sind. Wenn du dich für eine dieser Möglichkeiten entscheidest, bist du nach wie vor entheiligt. Ich sage jetzt, unser Dilemma besteht darin, dass dich wer fragt, ist jetzt eine Wohnung eigentlich, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer, ein Klo? Und du meinst jetzt, du müsstest dich bei der Antwort für eine dieser Möglichkeiten entscheiden. Und du Bist du sitzt da und wieder? lächelst und sagst, es ist doch alles. Die Wohnung ist doch all das. Was bedeutet eigentlich Holofeeling? Holofeeling bedeutet das Gefühl, alles zu sein. Das absolut heilige Bewusstsein im Meer zu sein, das Meer selber zu sein in unserer Symbolik und wissen, dass all diese Gedankenwellen, die aus mir auftauchen, an mir selbst nichts verändern. Sie verändern bloß an dem, was der ich zu sein glaube. Aber da ist ja auch bloß ein Gedanke. Und dann wirst du diese Fragen nicht mehr beantworten, die Kategorie 1 und die Kategorie 2 Fragen. Du wirst auch nicht für eine dieser Seiten demonstrieren oder irgendeine dieser Seiten richtiger wähnen wie die andere. Das ist die Freiheit, das ist der Weg in die Freiheit. Und solange du merkst, dass dein Ego immer noch extrem sympathisiert, das ist das, was ich sage, hüte dich, dir das abzugewöhnen, dann bleibst du nämlich ein blindes Arschloch. Wieder Dass ich immer wieder sage, wenn du einen Roman liest, du sollst an diesen Charakteren nichts verändern. Der Schauspieler, der auf der Bühne ist, egal wen du jetzt im klassischen Theater, den Hamlet, den Faust, egal wen du, welche Rolle du spielst, du hast an der Rolle nichts zu verändern. In dem Leben hast du zu lernen, was du selbst bist. Du bist der Schauspieler, der nicht nur diese spezielle Rolle spielt von dem Brösel, der jetzt vom Computer sitzt, du spielst alle Rollen. Es ist eine One-Man-Show. Leben ist eine One-Man-Show. Weil erleben tut es nur der Geist, der träumt.
Und er denkt sich ja alle aus. Er macht bloß den Fehler, dass er bei einem Brösel sagt, das bin ich und die anderen bin ich nicht. Und sobald dir das bewusst wird, wirst du irgendwann einmal begreifen, was ich Liebe nenne. Auch das totale Verstehen, dann ist dir nämlich bewusst, wenn ich immer sage, dein Leben habe ich schon gelebt, wieso der so reagiert und der so reagiert. Der kann nicht anders. Er ist so programmiert. Es ist die festgelegte Rolle in dem Still, das wir Leben nennen. Das ist die Mystik, die große Erkenntnis. Das geht auch ohne Intellekt, aber man will ja immer Beweise. Aber komischerweise, jeder, der Beweise will, beweise mir, dass du der Christus bist. Ich sage, das kann ich dir nicht beweisen, jetzt als Udo gesprochen, das wäre Lüge, du bist der Christus. Du bist der Messias, du bist der Schöpfer. Ich bin jetzt hundertprozentig sicher, bloß ein Gedanke von dir. Das ist hundertprozentig sicher, ein Geschöpf, das du dir jetzt ausdenkst. Und das, was du zu sein glaubst, ist auch bloß ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Die größere Frage ist, zuerst einmal, du musst wissen, dass du dir beide ausdenkst. Jetzt in dem Moment denkst du dir drei aus, die zwei Pixelmännchen und dich selber. Aber der einzige Reale, um dein Wort Realität zu benutzen, der einzig sinnlich wahrgenommene bist doch du. Die anderen zwei, die Richter und der Udo, die sind doch bloß Gedanken. Die sind schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Also deine Realität ist wesentlich härter, weil du jetzt in deinem Traum lebst. Aber jetzt könnte ich wieder sagen, wer denkt sich jetzt diesen Traum in den Geist aus, weil der ist ja in dem Moment auch wieder was Ausgedachtes. Wer denkt sich jetzt den aus, der sich das alles ausdenkt? Da muss ja nochmal einer drüber sein. Dieses Prinzip musst du verstehen und dann wirst du irgendwann einmal ahnen, wenn du Geist bist, dass du vor allem stehst, was du dir ausdenkst. Hierarchisch. Sogar vor einem ausgedachten Gott. Du bist noch viel mächtiger wie ein ausgedachter Gott, weil du nämlich bestimmst, ob es den überhaupt gibt oder. Aber um das zu bestimmen, musst du in dir zuerst denken. Das ist die Sache, wenn dann nicht sagen, so oft habe ich das gesagt, wenn welche behaupten, Gott existiert nicht, dann sage ich, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Weil erst wenn du musst dir jetzt erst einmal, ich nenne es einfach mal dieses Ding, diesen Gegenstand, diesen Gedanken denken, um dann behaupten zu können, der existiert oder der existiert nicht. Wobei die Kategorie 3-Frage sich von selbst beantwortet. Warum ist das jetzt? Weil ich es denke. Um etwas verneinen zu können, musst du dir dieses Ding, diesen Gedanken, sagst du mal, zumindest das Wort Gott denken, um behaupten zu können, dass Gott nicht existiert. Weil wenn du das nicht denkst, existiert er nicht, wie alle anderen Sachen auch. Wenn man das verstanden hat, dann bist du einen ganzen Schritt weiter in deiner geistigen Entwicklung. Und du merkst, dazu braucht man eigentlich nicht großes, anstudiertes, intellektuelles Wissen. Da brauchst du nicht viel Schwanginhalt. Diesbezüglich sehen Kinder, kleine Kinder, wo noch nicht zugemüllt sind mit raumzeitlichem Wissen, mit vergänglichem Wissen übrigens. Existierendes Wissen ist immer vergänglich. Alles hat seine Zeit. Die Proverbien lesen, das Buch Kohlet, Prediger. Da ist es schon schön. Alles hat seine Zeit. Eine Zeit des Lachens, eine Zeit des Heulens. Eine Zeit des Gesundseins, eine Zeit des Krankseins. Das ist diese Beschreibung. Und es gibt nichts Neues. Es sind Eitelkeiten, Nichtigkeiten eigentlich. Hebel, das steht für Eitelkeiten, Nichtigkeiten, steht das Wort Hebel. Das ist der Abel, der erschlagen wurde von Kain. Von der Affenexistenz, vom Intellekt, Kofiot Nun. Der Affe mit einer intellektuellen Existenz, der dann unstet und flüchtig wird. Da kommt das Wort ND hinten. Dieses beweglich. Steckt da drin. Er fängt jetzt an, hin und her zu schwappen in seiner Einseitigkeit. Das ist die Symbolik der Dora. Und dann kommt Physik dazu, die Differentialgleichung. Ja. Da könnte ich in die griechische Mythologie reingehen, der Xenon, der fliegende Pfahl. Dass alles, was du beobachtest, als Moment betrachtet, immer stehend ist. Die Einzelbilder beim Film. Es gibt keine Bewegung von A nach B. Ich kann meinen Blickwinkel verändern. Aber es ist hier. Es gibt bei Einstein keinen ruhenden und bewegten Beobachter, die ich mir ausdenke, sind schon beide vorgestellt. Der absolut ruhende Beobachter ist der, in dessen Mittelpunkt, in dessen Kopf sich das Ganze abspielt. Ein Zirkus, wie bitte. Das bist du selbst. Darum behaupte ich ja, dass du ich bist. Und es ist nicht kommunizierbar. Es sind so einfache Worte. Es trennt die Spreu vom Weizen, bemühe dich, versuch es jemandem zu erklären.
Du wirst dann merken, wenn du jetzt dieses Video mit irgendwelchen Menschen dir anhörst, es gibt ja einfachere Videos. Hier weiß zum Beispiel, hier vor, ist ein Selbstgespräch drin mit der Sophie und der Helene, so erklärt, ich obe einen Gotteskind. Das ist einfach zu einer jungen Frau gesprochen, die sich mit Hodophilien noch gar nicht beschäftigt hat. Es ist ein neugierig machen. Ein neugierig machen auf dich selbst, nicht ein neugierig machen auf irgendeinen einseitigen Glauben. Alle Glaubenssysteme, die du dir ausdenkst, sind unvollkommen. Das musst du dir immer wieder reinziehen und du wirst feststellen, wie dich dein Ego narrt. Und dann wirst du neugierig werden. Das heißt, neugierig auf dich selbst, um dann zu erkennen, da gibt es nicht viel, worauf man neugierig sein könnte, weil nichts ist nichts. Ein absolutes Nichts. Und dann wirst du neugierig, wie du funktionierst. Dann werden jetzt die Schriften, die tieferen Schriften interessant. Und da gibt es dann so überreichlich, weil ich dann immer wieder sage, das sind Zehntausende in Arbeit. Und du wirst immer wieder neue Aha-Effekte geben, wenn du das einmal chronologisch durcharbeitest. Aber das muss ich ja der Ritter als Figur nicht sagen. Du machst ja die letzten 20 Jahre nichts anderes. Ganz still im Hintergrund. Und dann kriegt man langsam diesen Frieden. Ja. Man wird wieder das Kind, das du werden musst, um es im Bereich zu betreten. So schaut's aus. Okay. Das muss dir einmal gesagt werden. Ja, man Ritter, kann es ja. lass mal's gut sein. Udo, Bis gleich. danke schön. Bis Tschüss. gleich, Udo. Tschüss.